Gürtel. Was sagt denn die Tagebuchseite? Tag 4. Haben heute wieder einen Hirsch erlegt. Noch immer nicht genug Felle, damit die Jagd sich gelohnt hat. Tag 6. Es kommt ein Schneesturm. Wir bleiben hier, bis er vorüber ist. Tag 9. Zwei Ogre sind aufgetaucht. Zum Glück haben sie uns nicht gesehen. Tag 11. Verfolgen einen großen Bären, den Nurin vom Hügel aus gesehen hat. Vielleicht ist es Grauschnauze. Mein Großvater hat mir Geschichten von ihm erzählt. Wäre es nicht toll, wenn wir es sind, die ihn endlich töten? Tag 12. Es ist ohne Zweifel Grauschnauze. Wir sind gefährlich nah an der Ogerhöhle, aber wir haben Grauschnauze in die Enge getrieben und sein Fell ist zu wertvoll. Wir drei sollen doch in der Lage sein, mit einem einzelnen Bären fertig zu werden. Mhm. Okay, der kriegt erstmal was ab. Wenn er so stark ist. Und für was habe ich meine ganzen Begegnungssachen? Nehmen Feuerball wäre Overkill. Raserei. Barbarischer Schrei, Herz der Wut. Ne, mach einfach das. Ah, und du erlehn ihn einfach mal zu. Eingeschworenen Feind. So. I'm here. Ja, Grauschnauzes Haut. I'd be glad to. Oh, die tragen ja alle was anderes. Nur der letzte hat Rastvorräte. Good thing I sold most of my jewelry. Okay, wir haben das Ogerlager gefunden, würde ich mal sagen. Brintwinban, Brintwinban. Noch mehr Rastvorräte. Also ja, um das Ogerlager hier. Höhle der Flammen, die... Okay, Vampire auch noch. Mann, Mann, Mann. So. Hier ist echt arg was los und ich muss wirklich sagen, das Gebiet ist riesig. Das gefällt mir eigentlich schon wieder richtig gut. Weil das war so eine Sache, die ich ein bisschen schade an Pillars of Eternity 1 fand. Es gibt zu wenig Gebiete und die sind auch nicht sonderlich groß. Interesting. Noch mehr Rastvorräte. Was will uns das Spiel damit sagen? Rezeranischer Schütze. Okay, das hier müssten dann die... Also allein schon des Käfigs wegen die Sklavenjäger sein. Mach mal sicherheitshalber ein Safe.
Also ich habe gerade keine Ahnung, ob rezeranische Söldner stark sind oder nicht. Ja, der Faller ist hier. Okay. I'm here. Don't see many on these roads, and the few we do are hunters, woodcutters or smugglers. Auf diesen Straßen sieht man selten jemanden, und wenn da nur Jäger, Holzfäller oder Schmuggler. Sie hält eine Augenbraue und blickt dich leicht lächelnd an. Sie strahlt eine selbstsichere Anmut aus. An ihrer Hüfte baumelt ein auffälliges Halfter. Hinter ihr steht ein Wagen voller Vorräte. Eiserne Fesseln hängen an einem Ende herab. Was davon bist du, Jägerin, Holzfällerin oder Schmugglerin? Ein hohes, klares Lachen hallt über die schneebedeckte Ebene. I suppose you could say I'm a hunter. Man könnte wohl sagen, dass ich Jägerin bin. Ihre Finger trommeln gegen das verzierte Leder ihres Halfters. I'm looking for a fugitive from Raid Saris, an indentured servant and a wanted criminal. Ich jage einen Flüchtling aus Raid Saris, einen Vertragsknecht und gesuchten Verbrecher. Das Lächeln verschwindet aus ihrem Gesicht wie die Flamme einer Kerze, die vom Wind gelöscht wird. Sie mustert dich aus humorlosen Augen. Weshalb genau wird er gesucht? Besides breaking his indenture? He slew his master's 13-year-old son. Killed the boy before he fled. Außer, dass er seinen Vertrag gebrochen hat. Er hat den 13-jährigen Sohn seines Herrn getötet. Kurz darauf ist er geflohen. Der Wunsch nach Freiheit kann man niemandem verübeln. Ich stehe auf Eilefs Seite. Spar dir es, dir Sklaventreiberin. Ich würde dir niemals helfen. Er sollte für sein Verbrechen bezahlen. Er hat mich angelogen, dafür schlitze ich ihn auf. Er gehört ins Gefängnis, nicht in einen Sklavenkerker. Den Wunsch nach Freiheit kann niemandem verübeln. Ich stehe auf Eilefs Seite. Zahorn nickt dir zustimmend zu. I figured that might be the case. Trouble is, I can't let you warn him. But don't worry, I got other uses for you. Sie zog mir den Achseln. Ich hatte schon so ein Gefühl. Nur kann ich nicht zulassen, dass du ihn warnst. Aber keine Sorge, ich habe andere Wendungen für dich. Sie zieht ihre Pistole. Nice, strong woman like you do well in the lumberyards. I know a few along the border that'd pay well. Eine starke Frau wie du würde sich gut im Holzlager machen. Ich kenne einige an der Grenze, die gut zahlen würden. Die Falle und ihre Gefährten stürzen sich auf dich. What? So, du rennst, du nimmst dir die Faller vor. Adolf, du wirst von einem Feuerball nach dahin. So, und... I'm not tired. So. Ach ja. Sie beschwert sich jetzt ständig nach jedem Kampf, dass sie müde ist, einfach weil wir sie in den Fluss, also in den See geschickt haben. So, mehr ist hier nicht. Außer dem Pferd. Jägerlager entdeckt. I'll see what's ahead. So, dann gucken wir uns mal weiter verstohlen um. Interesting. Oh, noch ein Ort. Etwas Verstecktem. Zerfetzte Karte. Dieses vergibte Stück Pergament sei eine grobe Zeichnung einer Baumgruppe. Aber wenig sonst. Die Bäume können sich überall in der Maismark befinden.
Eine zerfetzt... Eine Baumgruppe. Fluss. Fluss, Steine, Bäume. So sieht das jedenfalls aus. Also hier sehe ich... höchstens hier oben. Mal gucken, was sagt die Seele. Dieser zerbrochene Stab ist fast unter dem Frost von Schnee begraben. Für deine Sinne aber strahlt die Essenz darin wie ein Leuchtfeuer. Die Gegend untersuchen. Dieses Lager ist seit langem verlassen. Die Überreste sind mit einer Schicht aus Eis und Schnee überzogen. Der Stab scheint das einzige von Interesse zu sein. Den zerbrochenen Stab berühren. Du steckst deine Wächtersinne aus und spürst, wie diese treibende Seele nach vorne drängt. Als wäre sie begierig, endlich gehört zu werden. Ein Gefühl der Angst und Dringlichkeit durchzieht dich. Hier, jenseits der von Zeit und Identität überbrückten Distanz, weißt du nur, dass dir die Zeit ausgeht. Did you think to escape me by climbing a mountain? I would have tracked you across the sea, thief. Nina Gauf, glaubst du, du kannst mir entkommen, indem du einen Berg besteigst? Ich hätte dich auch über das Meer verfolgt, Dieb. Bitte, please, Master, have mercy. I kept the grimoire hidden safely away, and I can take you to it. Bitte, Meister, hab Gnade. Ich habe das Zauberbuch sicher versteckt. Ich kann dich zu ihm führen. Das Buch ist nichts. The book is nothing. If you had studied a little longer, you might have learned that. But no apprentice of mine will steal from me and live. Das Buch ist nichts. Wenn du es etwas länger studiert hättest, hättest du das vielleicht gelernt. Aber keiner meiner Lehrlinge bestiehlt mich und überlebt. Wait, no! Warte, nein. Neuer Tagebucheintrag. Die Sklavenjägerin ist tot. Eilef wird froh sein, das zu hören. Eine große Ladung. Nee, Gunst des Jägers. Hier unten auch nichts, oder? Nein, heilige Instrumente. Die Buße des Fischers. Nichts. Nee. Okay. I shall be discreet. Jetzt haben wir ja eigentlich nur noch den Vampir. Oh, Lagofev. Und Eistrolle. Verdammt viele Wunden für uns. I'm not tired. Verdammt viele Wunden für unseren Mönch. Ich bin mal gespannt, was es mit dem Vampir auf sich hat hier. Dagult. Also ja, eine kleine Zombie, also Untotenmeute.
Aber irgendwas sagt mir... Zwei Vampire, drei Darghuls und noch eine Anführerin. Okay, vier Darghuls.